Ezio. La Volpe, ich bin überrascht, euch zu sehen. Und was treibt euch vor meiner Haustür? Wartet, ich kenne die Antwort. So wie immer. Ihr wollt meine Spione einsetzen. Dann helft mir. Um Machiavelli zu helfen? Nein, danke. Dieser Mann verrät unseren Orden. Ein ernster Vorwurf und das von einem Dieb. Habt ihr Beweise? Er war Botschafter am Hof des Papstes und ist als persönlicher Gast von Cesare gereist. Ich weiß auch, dass er euch kurz vor dem Angriff auf die Villa verließ. Machiavelli mag nicht allen gefallen, aber er ist Assassine. Kein Verräter. Mich überzeugt das nicht. Ah, in diesem Moment trifft er jemandem im Trastevere. Wollt ihr mich begleiten? Ich folge euch. Metall wird in diesem außergewöhnlichen Geschäft so kunstvollendet. Seht's? Nun, euer Geld ist so viel wert wie jedes... Er wird alle töten, es ist wie sie doch keine schwachen Weiber. Und was haltet ihr davon? Hilfe! Volpe, mein Sohn Claudio wurde verletzt. Sie werden ihn erschießen. Die erledige ich. Los, holt euch die anderen. Du gehörst mir, Assassine. Tempo, ich verliere ihn. Dort ist er. Auf ihn. Du bist so. Schnell, sucht ein Versteck. Ich kann nicht. Die werden mich töten. Passt gut auf. Tut, was ich tue. Mir nach. Der Feldzug in der Romagna verläuft so glanzvoll, dass mehrere mit Kriegsbeute beladene Regimenter bereits nach Hause geschickt werden und ihre Wut lenken. Qualche soldo per un povero vecchio. Thank you.
Das ist mir so peinlich. Diese Beinkleider musste ich mir borgen. Meine waren so abgetragen, dass die Frauen Angst bekamen. Ich konnte nicht mal in die Kirche. Es war mir einfach zu unschicklich. Managia, aber ich brauche Geld. Ich sah vorhin einen Hund etwas fressen. Los geht's. Claudio! Molte grazie, Messere. Taucht eine Weile unter. Intesi? Die Wachen suchen nach euch. Es hängen schon Steckbriefe. Dann reißt sie ab. Oder steckt den Herolden ein paar Florin zu, damit sie schweigen. Ich könnte auch Zeugen eliminieren. Ihr wisst, wie man untertaucht. Ezio Auditore da Firenze wird wegen mehrerer... Heilige Maria! Oh, vorsichtig! Hey, wir sind Festo. Doch nicht bei den Barbaren hier! Was war das für eine Nacht? Volpe, hört mich an! Der Schein trügt! Ihr habt von Machiavelli nichts zu befürchten. Dessen bin ich sicher. Ich habe euch für Claudios Rettung zu danken. Wenn ihr sagt, Machiavelli sei unserem Orden treu, glaube ich euch. Also, was ist mit den Dieben? Wir wollten dieses alte Gemäuer reparieren. Aber nun, da wir zusammenarbeiten, würde ich gerne wissen, was ihr denkt. Wir müssen vor allem die Borgia fernhalten. Vielleicht als Taverne getarnt. Ja... das gefällt mir. Dann soll es so sein. Ich glaube, an diese Stelle könnte ein Fenster passen.
Willkommen, Ezio, im La Volpe Addormentata. Die Taverne ist perfekt. Niemand wird ihren wahren Zweck erraten. Von hier leiten wir die Gilde. Besucht mich, wann immer ihr wollt. Vielleicht gibt es Aufträge zu erledigen, die unserer Sache in der Stadt dienen. Ich sehe, ihr Diebe liegt im Wettstreit. Ihr könnt teilnehmen, wenn ihr wollt. Vielleicht könnt ihr ihnen noch etwas beibringen. Oh ja, ich vergaß. Wir haben auch Glücksspiele. Eine sehr gute Einkommensquelle, denn wir sorgen dafür, dass die Borgia-Wachen immer verlieren. Eine Sache noch. Eure Spione müssen den Apfel finden. Er wurde mir entwendet. Wir suchen bereits die Stadt danach ab. Molto bene. Kommt zur Isola Tiberina, wenn ihr ihn findet. Werde ich. Ezio. Braucht ihr meine Hilfe? Die Diebe in Roma sind jung. Geschickt, aber jung. Leicht zu provozieren. Ein Bandenkrieg? Die Cento Occhi. Cesare Borgias Stiefellecker. Sie bereiten uns große Probleme. Wo finde ich sie? Meine Diebe zeigen es euch. Dio del Cielo, er ist wahnsinnig. Kommt und seht, was meine Galerie zu bieten hat. Sicher habe ich ein paar Überraschungen. Kommt, Freunde! Wöchentlicher Aderlass ist Teil eines gesunden und balancierten Lebens. Man beachte das riesige Holz, die blasse Farbe und den leichten Schimmel. Ach, das Holz! Weg damit! Unglaublich!